Dann einmal den ertrinken. So. Euch ein wenig anschreien. Haha, da bekommt ihr Angst. Na, da rein. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich hier ein bisschen langweilig, weil es dann doch ein bisschen mehr ans... ja, Leveln erinnert, weil gut, wir müssen hier wirklich echt alles abgrasen momentan. Wir sind jetzt auf Level 46. Das ist wirklich gerade so über dem, was die Viecher hier derzeit haben. Ich meine, die haben alle Level 45 und bald sogar mehr. Das ist unter anderem... Es ist das mal so, es kann echt zum Problem werden. Ihr seht ja, was wir für Probleme eben hatten bei den komischen Skarabäen. Diese Todeskäfer, die haben uns ja echt ein wenig weggerotzt, möchte ich mal so sagen. Oh, da ist noch ein Sandwurm. Komm, ja komm, stirb gefälligst. Wie hat der denn bitte eben den Vogel vergiftet? Ja, und ihr seht hier 1A, wie die Viecher, diese Stichlinge, diese Itchies und Scratchies, die Stamina absaugen, die Ausdauer. Wobei ich momentan ein bisschen mit der Symbolik überfordert bin. Moment, jetzt muss ich mal kurz was schauen. Ah, das könnte der vernichtende Schlag sein oder der Todesschlag. Wenn die diese komischen Sterne über dem Schädel haben. Diese leuchtenden Sternenkugeln, Gedönsteile da. Das könnte ich mir vorstellen, dass das... Ihh, du hast auch irgendwas gelegt, du Mistviech. Dass das dann entsprechend der Todes... stark ist. Ja, okay, ich gebe zu, bei den Stichlingen, dadurch, dass sie in so vielen Schwärmen dann vorkommen, wäre momentan echt noch der Wirbelwind ein bisschen brauchbarer. Aber wir können uns jetzt nicht mehr... Also wir könnten uns schon umskillen, ja. Es gibt eine Möglichkeit über den Hero Editor, den ich mir übrigens mittlerweile dann auch mal runtergeladen habe, um euch die verschiedenen Charakterarten zu zeigen, die mir dann noch so eingefallen sind. Hallo? Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, ja, du... Nein, ich halt jetzt... Ich sag's lieber nicht. Du Luder, dien mir, knie nieder! Ja... Aber ich frag mich momentan so ein bisschen, wo es weitergeht. Mir ist da jetzt gar nicht... aufgefallen... wo die Ebene zu Ende ist. Ist irgendwas nicht erkundet? Oder ist... Ach, da... Ja, super. Ja, ist ja schön. Okay. Das war die ferne Oase soweit. Wir müssen dann in die nächste Nachrichtenlogbuch. Ups, das war die... Oh. Ja. M ist natürlich standardmäßig bei anderen Spielen die große Karte. Die Gewohnheit macht das Tier. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Bleib ein Weilchen und hör zu. Und ich werde bis dahin die nächsten Monster vorbereiten für die Ebene, die noch kommt. Die nächste Ebene. Von dort aus, wenn ich mich nicht irre, ist das sogar die vergessene Stadt. Von dort aus werden wir wieder in eine Höhle gehen. Ich glaube, das Wurmloch nennt sich das. Ja, dort finden wir auf jeden Fall entweder den Stab oder die Stabspitze, die wir für Tal Rashas, also für den Stab der Könige benötigen, um später Tal Rashas Grab zu öffnen. Ach, die verdorrten Hügel, Wurmgruft unter der fernen Oase? Moment, 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 Moment. Das, ferne Oase? Ist mir da irgendwas entgangen? Ach, da ist wieder ein Vogel, der nach Süden will. Wurmgruft? Hallo? Kuckuck. Wo zum Henker ist diese Wurmgruft?
Hier sind überall Leichenberge. Oh. Hallo, Wurmgruft. Na, ob der Bug immer noch existiert? Oh, 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 oh. Ich weiß wieder, warum ich dieses Ding hasse. Oh, ich hasse es. Oh, ich hasse es so sehr, hier unten zu sein. Jetzt geht dieses Heiltrank-Gespamme wieder los. Wow, das nenne ich mal schnell. Und dann auch noch mehrere. Na komm, fall um, fall um, fall um, fall um. Und man merkt es halt wirklich sofort, wenn wir mit unserem Knüppel angreifen, weil die Viecher dann einfach instant umfallen. Ja, unser Begleiter hängt ein wenig hinterher. War irgendwie nicht anders zu erwarten. Ach, nochmal Skarabäen. Ach, so lange wollte ich doch heute eigentlich... Oh, gar nicht aufnehmen. Extra schnell und Teleportation. Ich habe so das Gefühl, die sind hier unten wieder ein Stückchen schwächer. Na gut, aber die Heiltränke, die müssen wir trotzdem rein spammen, wie die Irren. Und eine Maske. Ja, es langt noch. Ups, das war der falsche. Och, da ist ja noch was. So, jetzt dürfen wir uns natürlich... Ja, genau das ist nämlich das Problem. Felswurm. Oh, den hatte ich auch nicht mehr auf dem Plan. Das tut mir leid. Da werde ich natürlich in der nächsten Folge das Monster Compendium nachreichen. Alter, was ist denn hier los? Hier sind ja Elite unterwegs wie sonst was. Ach komm, voll um. Oder, naja, 8 Minuten würde ich, damit dann die halbe Stunde voll ist. Aber dann sind wir halt wirklich schon wahrscheinlich durch mit der Aktion. Au. Also bis dahin sind wir wahrscheinlich hier unten durch. Das ist Level 2. Oder wir schauen uns jetzt einfach nur mal Level 1 an. Ja, aber dann ist das wieder so eine halbe Sache. Okay, was natürlich auch möglich ist, ich reiche euch den Kram einfach so in Form des Bildes nach. Also dann nachher beim Rendern. Füge ich euch das Monster Compendium als Bild dann ein. Dann habt ihr euch jetzt mal keine offizielle Meinung von mir dazu, sondern habt einfach die pure Information. Und dann das nächste Mal geht es wieder ganz normal weiter. Hey, wie geht die Gilt? Ich glaube, es hackt. Oh, hier sind... Oh, weg da. Begleiter, vor. Voran, voran, voran mit dir. So, kommt mal bitte alle so hier in den Schacht, in den Gang rein. Einer nach dem anderen. Passt schon. Also, besser geht's nicht. Das Gute ist natürlich, wenn wir in diesen engen Gassen sind, dass wir von den... Ja, von diesen Charged Bolts gar nicht so getroffen werden, weil die eben random durch die Gegend fliegen. Die sind relativ zufällig berechnet. Und wenn wir natürlich offen stehen, ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass dann einer mal, der eigentlich so wegfliegt, wieder zurückkehrt und uns dann doch trifft. Ich kann nicht noch mehr tragen. Alter. Alter. Moment. Ich kann nicht noch mehr tragen. Heiltrank kannst du tragen. Alter. Leute, da bleibt nicht anderes übrig, als nach oben zu gehen, ne? Da bleibt nichts anderes übrig. Ja? Ja, identifizieren weg mit dir. Und, nee, brauchen wir nicht. Blitzwiderstand 17 ist nicht schlecht, aber die Verteidigung ist definitiv zu niedrig. Die Tränke alle weg. Gold einlagern. Und jetzt holen wir uns diese Geisterrüstung. Ich meine mich zu erinnern, dass sie für uns nicht mehr so relevant ist. Allerdings dennoch eine der besten Rüstungen für den Totenbeschwörer ist.
Oh. Muss ich ja jetzt mal ausprobieren, ne? Wir haben mehr Verteidigung mit dem Teil. Und unser Schaden steigt. Und die Resistenzen steigen. Ja, würde ich eiskalt sagen, ist gekauft. So. Okay. Ja, ich würde sagen, das Gerät bekommt dann unser Begleiter. Ja, der Blitzwiderstand geht runter. Aber der Kerl hält ein bisschen mehr aus. Und damit weg. Alter! Halt! Ja, wir sind wieder halbnackt. So wie es sich gehört. Der Kerl rennt halbnackt rum, hat aber einen riesigen Helm auf. So muss das aussehen. Moment. Hab ich jetzt alle? 1, 2, 3. Nein, hatte ich nicht. Da ist noch eine schöne Truhe mit einem Plattengürtel. Können wir mal mitnehmen. Und hier ist noch eine Truhe mit Gold. Alter Schwede. Och, jetzt muss ich den Hintergrund ja wieder ändern. Och, nö. Ah. Leute. Was ich mir für eine Arbeit für das Ding hier mache. Ja, kommt mal bitte alle gefälligst hierher. Ne? Also, ich renne da jetzt nicht zu euch rein und lass mich von euch abmetzen. Ne, so suizidgefährdet bin ich nicht. Und wir fressen weniger Schaden. Okay, es könnte... Oh, stimmt, Stadtportale wollte ich noch kaufen. Es könnte wirklich einfach daran liegen, dass die hier unten ein bisschen schwächer sind. Aber inwiefern das stimmt, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay, Leute, ich mach mal kurz einen Cut. Bis gleich. Welcome back. Ja, wobei, ich bin eigentlich erst wieder... Ja, das für euch ist ja nicht viel vergangen. Ich bin ja wieder da. Also, welcome back, Zwogel, ne? Nee, kommt auch nicht gut. Okay, ich weiß gar nicht, wie viele Level das ganze Ding hier hat. Ich, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so lange auf... Ich bin überladen. So lange aufnehmen. Ja, 41... gehen wir trotzdem mal hoch. Und, bevor wir irgendwas anderes machen. Drognan. Kommt her und lasst uns handeln. Ja, Drognan, der Drogendealer. Du kannst uns erstmal ein paar neue Schriftrollen des Stadtportals spendieren. Der Cat Kane, wo gammelst du rum? Hallo? Guten Tag. Da. Na, nö, bringt nicht viel. 27 Verteidigung ist auch nicht so pralle. 56% extra Gold von Monstern, das ist schon einiges. Haben wir hier noch irgendwas an Stiefeln? Da bräuchten wir mehr als 33 Rüstung. Nee, 41 waren die Handschuhe. Nö. Naja, ich glaube, da kommt sowieso nicht viel bei rum. 56 Verteidigung. Puh. Nö, ich glaube da... Wir sind momentan echt heftig ausgerüstet. Achso, wir haben ja noch... Was ist denn mit den Waffen hier? Hm. Talruhen haben wir eigentlich genug. Ja, was die Waffen betrifft, da muss ich mir noch was überlegen. Das mache ich dann aber auf jeden Fall offscreen. Ob wir die verblasen oder ob wir da irgendwie nochmal was aus denen machen. So... Da sieht's nach Viechern aus. Ich wusste es. Und da hat doch schon wieder was Eier gelegt. Gittigit, ihr Mistviecher, ihr Mistviecher, ihr Mistviecher, ihr Mistviecher. Sterb, sterb. ist da was... Hallo? Ist da was Starkes dabei? Oder? Ja, da ist was Starkes dabei. Mehrfachschüsse. Es
Es ist ein bisschen eng hier unten, sage ich mal so, ne? Felsbrunnen Nachwuchs. Beinschienen, Regenerationstrank, ja, doch. Kann sich sehen lassen.